Sonne, Meer und Cabrio. Das meistverkaufte Auto der Schweiz, oben ohne. Nach 9 Jahren Pause bringt Volkswagen nun wieder ein Golf Cabrio. 1979 gab es den Kompaktwagen erstmals offen. 1998 folgte die zweite Generation. Das jüngste Cabrio fährt nun erstmals bügelfrei durch die Landschaft. Als Basis dient der Golf 6. Optisch geriet es daher ähnlich unspektakulär. Trotzdem erregt es erstaunlich schnell Aufmerksamkeit und könnte seine Käufer finden. Zumindest hier am Meer. Das ist ein Auto für die Côte d'Azur. Das ist ein Auto für uns. Ihr habt's mal Sonne, danach ein wenig Regen, wieder Sonne. Das Auto ist super für hier. Hinten hat man ganz gut Platz. Cabrios sind ja nicht immer bequem. Der hier gefällt mir. Das Fahrwerk zeigt sich als ein guter Kompromiss. Ausreichend komfortabel und sportlich. Wir fahren den 1,6 Liter Diesel mit 105 PS. Mit der langen Übersetzung recht genügsam. Laut Werk reichen 4,4 Liter Diesel für 100 Kilometer. Für zügige Kurvenfahrten an der Côte d'Azur hätten es aber gerne ein paar PS mehr sein dürfen. Zum Beispiel 160 PS beim 1,4 TSI. Das Design gleicht in weiten Teilen dem geschlossenen Golf. Windschutzscheibe und Dachlinie verlaufen allerdings etwas flacher. Das Heck ist dank dem Stoffverdeck überhaupt nicht pummelig. Stoff statt Metall nützen übrigens auch dem Kofferraum. 250 Liter passen rein. Fast so viel wie beim VW Polo. Das Interieur entspricht dem Standard-Golf. Übersichtlich, zweckmäßig, gute Verarbeitung. Sehr guten Seitenhalt bieten die optionalen Sportsitze. Praktisch die Rückfahrkamera. Den offenen Golf gibt es hierzulande ab August, ab 35.000 Franken.